Und damit ganz herzlich willkommen zurück zu For the King. Ja, rein theoretisch müssten wir nach Parit, aber da haben wir gar keine Lust drauf. Wir gehen jetzt zu diesem Chaos-Schergen-Lager demnächst. Und bist du hier? Jawohl. Kann. Mono wollte sie noch erst heilen. Richtig. Deswegen sagte ich, ja, demnächst, Mann! Ja, ist wirklich so, ne? Ja, ich auch. Nicht, dass du jetzt schon wieder vergessen hast und drauf gehst, man weiß es ja nie. Dann hätte ich nicht demnächst gesagt, ja, und du bist heute echt anstrengend. Nein. So, was mache ich denn jetzt? Reicht es bis zum Jahr? Ich Dann hättest du auch einfach stehen bleiben können. Dann halt du dich einfach, krieg die 3 Punkte und gut ist. Ich glaube, er wollte jetzt noch Fragezeichen gehen. Ja. Ja, super. Durch die Typen durch. Also, dann bin ich doch auf dem Weg dahin. Mann, wie war das nicht anstrengend? So, gekauft hatten wir alles, mit nur einer Runde geschlafen. Ich nehme an, danach steigt ihr auch auf. Ich denke auch, 17 Erfahrungen geben die bestimmt. Voraussetzung ist, dass wir es überleben. Taschendieb! Oh nein! Scheiße. Oha. Und sie trifft direkt. Leb wohl, Germann. Na, ja, mach dich platt. Ich könnte den Kampf verlassen. Dann solltest du das tun. Das hat er mir geklaut, Hexenfluch, ne? Ja. Na gut, dann ziehe ich mich mal. So was Ärgerliches. Ich hätte mich gerne mit denen gemessen. Jetzt hast du aus dem Fragezeichen ein Ausrufezeichen gemacht. Ja. Ich kann auch gerade nichts tun, außer da stehen bleiben. So. Willst du dich jetzt auch wieder heilen, oder? Quatsch, greif an. Das ist der Spirit. Okay. Ja, so viel zum Fokus. Ja, ich hab noch ein bisschen. Ja. Das wird nicht so einfach. Klar wird das einfach. Du Mitte, Björn und links. Mit einem Hit killen, oder Nation? Kann beide, wahrscheinlich. Also den linken ist nicht sicher, den rechten auf jeden Fall, ohne Probleme. Geh ich mal auf den mit viel Rüstung. Also genau. Den rechten würdest du auf jeden Fall machen, ne? Dann würde ich sagen, kratze ich den linken mal an. Ne? Dann kann ich den auch töten, wie du willst. Ja, der hat 32. Ja, da ist wieder, muss ich Glück haben. Ich könnte es versuchen, rein theoretisch könnte ich's. Ja, deswegen sage ich, kratze ich den an, dann schaffst du den ja wohl. Ja. Ja, klar. Ja, das ist. Doch gesagt. Ja, kann wieder nur gehen. Wie war das? Ich sag mal nix. Ja, bei mir passiert das einmal, bei dir ist das Dauerzustand, mein Freund. Die Gift, ach, jetzt ist aber vergiftet. Dann hättest du das aber auch töten können. Ich hab nicht behauptet, dass ich ihn nicht töten kann. Au! Ui. Ja, da bin ich gleich wieder tot. Scheiße. Wenn ich kein Glück hab. Ja, das Glück ist im Moment echt nicht auf unserer Seite. Na, einen kann Nation wahrscheinlich erledigen von denen. Wenn er genug Glück hat. Ja. Alle angekratzt. Also gehen natürlich auf dich. Okay. Wow.
Nein. Obwohl, mach's. Soll ich mir Gold reinziehen oder machst du eine Gruppenheilung? Ja, Gilman ist da noch dran, genau. Kill du einen. Mach einfach Gruppenschaden, oder? Genau. Ja, das Ding ist, ich mach. Das bringt ja auch nichts. Wenn ich voll treffe. Achso. Ja, obwohl, mach, versuch's. Mir ist es egal. Auf jeden Fall weg, genau, und wenn ich Pech habe, ist er halt so nicht weg. 73% Slot-Wahrscheinlichkeit. Achso. Zwei müsste ich treffen, um den zu killen. Ja, der macht den ganz recht. Oder? Warte mal, wessen. Also den linken schaffe ich eh nicht. Ja, der das weiß ich. Dann macht den rechten weg. Ja, ich mach den weg. Nur einen schon mal los. Und jetzt war ich raus. Schön. Ja, wäre es ja gar nicht nötig gewesen. Ja, hilft ja, mach alle weg, nächstes. Ja, ist mir klar. Ja, nee, der ist jetzt nächstes dran, deswegen. Ah, Björn wäre doch nötig gewesen. Ja, ich krieg den, also wenn ich perfekt treffe, würde ich den wegbekommen. Ne, mach den mittleren, dann machst du am meisten Schaden. Wir haben ein Problem wegen 10 Rüstung. Ja, deswegen. Also ist besser, wenn du den hast. Ja. Wahrscheinlich halt er den Tod, bevor wir zu zweit den anderen Tod haben. Nee. Langsam gehst du mir auf den Sack. Ah, die Gruppe war schon nicht so ganz ohne. Ja. Na toll, das kennen wir schon in Eis-Variante. Will das jemand benutzen? Nö. Nö. Aber das ihr wollt es auch nicht, nehme ich an, oder? Doch, ich. Das ist ein Einhandstab. Den kann ich vielleicht brauchen, wenn ich ein vernünftiges Schild finde. Und der macht auf jeden Fall mehr Schaden als der andere. Als der Bogen. Hm. Und wieder einmal ist ein Chaos verschwunden. Wir haben eine Chance. Wir haben eine Chance, genau. Ja, aber auch nur, weil wir nur krasse alle 8 Dudes sind. Das ja, das ist natürlich auch. Du könntest mir auch entgegenkommen, weil ich weiß nicht. Musst du da kämpfen, kommst du da nicht mehr weg? Oder? Ich weiß nicht, ob ich jetzt dafür kämpfen muss oder nicht, keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht, keine Ahnung. Ich würde ja einfach raufgehen, aber ich habe Angst, dass ich denn kämpfen muss und ich habe auch nur 24 Leben. Voll wäre ich sofort hingegangen, aber... Ja, komm, dann geh zurück und heil dich. Ich komm da schon raus. Chaka, Junge, du schaffst das. Oder Mono stellt sich jetzt neben dich. Nee, der muss hier auch rein. Das ist richtig. Das ist richtig. Was ist denn das jetzt? Pfeifenschmiede. Pfeifenschmiede. Ja, ich habe nur 40 und. Ja, aber mit Monos Geld und mein Geld wird es wahrscheinlich trotzdem nicht reichen. Ich glaube 230 kostet die. 230 kostet die, glaube ich. 14. Wir könnten auch noch versuchen, er schleppt wahrscheinlich auch noch eine ganze Menge Zeug mit euch rum, oder? Ich habe gerade schon verkauft. Ach gut, das ist das. Das Zeug verkaufen, die Geißel oben machen. Kann man hier da noch mal gucken, wie viel wir haben? Ich weiß noch nicht, wie lange die Pfeifen spielen. Aber der kann auch verkaufen, na gut. Ja, dann können wir mal gucken, kann der schon auch mal eben verkaufen und dann. Dann verkaufe ich auf jeden Fall. Kaufe ich auf jeden Fall den Gottesbart schon mal. Ja, das sind leider alles nur so Kleckerbeträge, die wir hier aktuell bekommen, wenn wir den Kram verkaufen. Behalte ich erstmal, das behalte ich auch mal. Kaufen wir. Ich glaube, den Speer
Werde ich dann auch jetzt benutzen. Kann halt sein, dass wenn ich weiter weg bin, müssen wir nochmal gucken, ne, ob ich den wechseln muss. Yep. So, weg. So, die sind schon mal bei mir. Ach, und dann, obwohl ich kann ja auch noch Holz brauchen, ich kann ja da mich heilen. Ich brauche ja nicht. Wir haben 169 aktuell, ja. Sind wir noch ziemlich weit von entfernt. Also hier gibt's auf jeden Fall keinen Gottesbart. Nach dem Steinbruch würden wir es wahrscheinlich schaffen. Gehe ich mal davon aus. Gut, dann lege ich mich aufs Öhrchen. Ich habe ja noch genau 9. Ach, und ich krieg ja noch Geld. Ja, wir können jetzt hier gerade nicht so mega viel machen. Nö, ihr wolltet doch zu der Schmiede da einen FN, denkst du, oder? Obwohl, ja, wir dann da machen. Bringt ja nichts. Haben wir nicht genug Geld, das Thema hatten wir gerade. Ja. Ich weiß, du hast uns nicht zugehört. Ja, richtig. Hätte sein können, dass ihr andere Kräuter noch haben wolltet oder so. Nö. Was mach ich denn jetzt? Die Knochenpfeife kostet 60, die habt ihr jetzt schon, ne? 225 kostet die nächste. Was? Für euch doch nicht. Nein, für uns nicht. Eben. Also du meinst, wir sollen uns die Zweierpfeife kaufen da, oder was, wenn wir jetzt die Chance haben? Wäre eine Möglichkeit. Ich hätte ja die Morgen gepusht, aber... Ja, da wäre ich eigentlich auch für, aber die Frage ist, ob wir das zusammenbekommen. Wie gesagt, ich glaube schon, dass wir es nach dem Steinbruch schaffen. Ja, können wir versuchen. Wo kann ich eigentlich sehen, welche Pfeife ich gerade habe? Unten unter deinem Charakterbild, da steht die Stimme. Ja, da steht nur 2, aber da steht nicht der Name. Ach, das interessiert dich, das wusste ich nicht. Ich dachte, dich würde nur interessieren. Ja, du magst es schon, aber mir wurden gerade 2 Sachen angezeigt, deswegen war ich nicht ganz sicher, was das ist. Tja. Ich muss aber erst ins andere Gebiet zurückkommen. Ja, deswegen stehe ich ja vor. Hier oben in den Bereich kommen sogar, Guillaume. Ja. Gebiet reicht nicht. Achso, weil das ja so einer war, ja, richtig. Noch ein Stück laufen. Jawohl. Dann noch mit dem Fokus. Nee, reicht auch nicht. Oh, cool. Ein Wunschboden. Die Aussichten sind nicht so geil. Das wäre was für mich gewesen. Wenn ich jetzt einmal Münzen werfe, aber Gift ist halt doof. Wir brauchen die Münzen aber. Na, sehe, was für eine Hechte gebe ich dazu. Na gut. Ist ja jetzt ein Gebiet, nee, ne? Ich bin im Gebiet, ja. Nee, hier. Weiß ich nicht, musst du gucken. Ich glaube nicht, dass es reicht, ne. Ich kann den sag, Bogen er hätte noch einen Schritt machen müssen. Ich kann auch den Bogen anziehen, dann bin ich da. Was? Achso, der macht den Bogen. So, jetzt müsste ich dabei sein. Dann gehe ich jetzt rein, ja? Ist ja eh nur Level 2. Ist ja. Wenn ich im Bereich bin, ja. Ja, du bist im goldenen Bereich. Ach, der. Ja, ist es. Deimos. Hallo, Deimos. Das letzte Mal, als wir dem begegnet sind, hat er uns gut auseinandergenommen, oder? War das nicht so? Ging eigentlich, aber wir hatten Absturz bei dem. Ach, wir hatten Absturz. Ach, das war der Grund, richtig. Also was? Ansonsten ging der eigentlich. Ach, komm, ich mach kurz mal. Nun ja. Und das war's mit dem Steinbruch. Wow. Ja. 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 Ist eine schöne Maske. Hätte sonst jemand doch Interesse an der?
Also Interesse schon, aber du kannst es ruhig anziehen. Wir tragen eh denselben Helm. Also, wenn es niemand anzieht, ziehe ich es an. Papp. Gut. Siehst du, jetzt hast du auch diese, epischen Helme, sag ich mal. Die haben alle, die sehen alle irgendwie nice aus. Mhm. Oder zumindest besonders. Ich wollte gerade sagen, die Locken sind so ein bisschen. Ja. Obwohl sie dir standen, weil sie lila sind. Ja. Wo gehen wir denn jetzt als nächstes hin? Ich würde sagen, noch rechts zum. Nach Parit, oder? Parit, ich meine, über die Schatztruhe, die Guillaume da ausgebuddelt hat, oder? Außer du wolltest den Steinhelm noch da auspacken, aber das ist halt ein bisschen unpraktisch, da hinzukommen, oder? Ach, stimmt. Ja, noch ein Steinhelm. Ach, Guillaume, da ist doch so ein Jahrmarkt, da könntest du auch mal. So ein Ticket, oder? Ah, nee, warte mal, so ein. Ist das so ein? Das ist ein dunkler Jahrmarkt hier, ja. Jahrmarkt, ja, aber da kommst du doch auch so hin, oder nicht? Oder war das der andere? Ich weiß nie welcher. Einer von beiden muss ein Ticket. Also auf deinem Ticket steht auf jeden Fall, das garantiert einer Person Zugang zum dunklen Jahrmarkt. Ja, nur glaub, eigentlich da ist das halt Glück. Das ist eigentlich eher was für. Ja, mich. Aber ich glaube ohne. Ja, dann gib doch Nation das Ticket, dann geht der da rein. Kann ich es gerade nicht geben. Ich kann es dir geben. Ich bin ach, so, ja, weit weg. So weit weg. Mhm. Kannst du es ihm geben? Ist er denn hier? Nee, ich stehe ein Feld zu weit weg. Ja. Und wenn ich jetzt zu euch komme, komme ich da nicht mehr hin. Ja gut, aber wir können ja oben. Hoppala. Also, wir können ja oben rumgehen. Ich meine, gehst du zum Jahrmarkt und kommen gleich hinterher. Genau. Ja, dann kommen wir gleich dazu. Machen wir halt die Pflanze und so noch da oben. Hi. Ach, jetzt hätte ich jetzt aber direkt mit dem Kram. Ja, du. Ja, falls ich nicht so weit komme, man weiß es ja nicht. Ja, warte, ich gehe nochmal ein Feld zurück. Man weiß es ja nicht. Ja, drei kriegst du schon hin. Ja. Dann können wir eine Kette geben hier. Gleich ist bei der Nation. Da unten ist wieder Klinge. Klinge? Ja, und der Feuerulme. Eingelassene Klinge. Ach, da. Ich hab's gesehen. Ja. Egal. Mono, machst du mir ein Portal? Ah, ist das Ticket. Dankeschön. Also, wenn Dankeschön. Du willst, kann ich dir ein Portal machen. Lohnt sich das? Also ich würde sagen nein, aber wenn du es unbedingt oder gerne machen willst. Naja, wenn ich bedenke, was ich beim letzten Mal für ein geiles Schwert bekommen habe. Ja, wenn du das Bastardschwert jetzt halt wieder rausziehst. Dann gebe ich man das Guillaumon. Es kann halt eine gute Sache sein. Das sind Zweihand oder eine Einhandwaffe? Zweihand. Na, außerdem bringt mir das ja nichts, es geht ja auf Kraft. Also wie gesagt, wenn du es gerne möchtest, dann kann ich den Portal dahin machen. Das kannst du komplett entscheiden. Jetzt hast du mir meine Euphorie genommen. Dann geh auf den Jahrmarkt, komm, wo ist das Ticket? Ja, dann beende deinen Zug. Ach ja, richtig. So, also, was heißt deine. Guillaumon hat halt das Eisschwert rausgezogen und das war mega krass. Du hast jetzt das Bastardschwert rausgezogen und falls du dich noch erinnerst, gestern bei diesem Testding habe ich ja auch mal so eine eingelassene Klinge gezogen und habe ein Bastardschwert rausgezogen, was uns dann der grüne Kobold direkt weggenommen hat. Ja. Ja. Aber da kam halt auch wieder das Bastardschwert raus. Also, na. Aber ja, wenn ist du Bock hast, das zu machen, mache ich dir ein Portal. Ist kein Problem. Nein, das will ich nicht mehr. Okay. Volle Gruppenheilung, Gegenstand erhalten. Das ist schon ganz cool. Was war das andere? Also nochmal das andere? Okay, das ist okay. Aha, okay. Das ist mir ehrlich gesagt zu risky. Ja, plus ein Chaos, plus zwei Chaos, plus Max Chaos. Ja, nee. Max Chaos, ja super. Also ich glaube, ich würde das erste nehmen. Das sieht eigentlich ganz cool aus. Ja, das sieht auf jeden Fall gut aus. Boah, ich hatte kurz Angst. Wow. Na, immerhin. Ich habe aber jetzt nichts irgendwie gesehen, gelesen du von... Du brauchst das Ticket nicht, ne? Das ist das andere. Der Nachtmarkt gewesen. Huh. Okay. Hä, ne, aber da beim Nachtmarkt, da waren wir doch schon dauernd drauf. Ja, vielleicht gibt's... Oder haben wir noch irgendwas? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß und das ist ja, also da steht ja dran, dunkler Jahrmarkt und du hast ja das dunkle Jahrmarkt, aber das Ticket ist auch weg. Wo läufst du eigentlich gerade hin? Die Küste. Ja, aber... Komm ich da so nicht ran? Ich glaube nicht.
Also, ich denke nicht. Ich denke, das ist im Wasser. Ich probiere es einfach. Treibende Truhe. Also. Ich probiere es. Herr Diamond, das Ticket ist jetzt auch weg, ne? Es ist weg. Nachdem er da drin war. Achso, okay. Es stand auf jeden Fall nichts da und ich habe jetzt nicht geguckt, ob es unten ist. Ja, aber es ist nicht mehr da. Ja, okay. Dann ist ja gut. Porn ist gut. Ja, also eigentlich hätte ich gedacht, dass Nation, weil er die wenigste Erfahrung hat, Richtung Steinhell. Obwohl ich habe genauso wenig, kann ich auch Richtung Steinhell drin. Ich kann sagen, wir haben ja auch so unterschiedliche Scherzkicks. Komme ich wieder zurück nach rechts. Außerdem hast du 4 Fokus, das bringt dir sogar fast mehr. Na gut. Wow. Jetzt stelle ich mich. Also ich kann nicht auf die Truhe laufen. Ich habe es gerade mal getestet. Stelle ich mich vor, das Dreiauge, ne? Weil wenn ich angreife. Ah ne, ihr seid dabei. Na dann los. Los. Nee, ich habe vorher noch was anderes eine Kleewiese. Wir haben jetzt übrigens genug Geld für die, ne? Mhm. Ach, guck mal an. Ui. Oh, du willst haben, hä? Haben. Das ja, oder? Ist das also ich zieh's nicht an, ich trage da den Kristall mit plus 1 magischer Schaden und plus 1 Crit-Chance. Ja, oder? Alles klar. Nation nimmt das, weiß nicht. Was hast du denn? Kann ich ja nicht nachgucken, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe meine Katze. Achso. Oh, warte, ich kann doch noch helfen. Warte mal. Ja, was ist das für ein Slot? Schmuck. Ja, das ist meine Katze. Das heißt, ich würde 5 Glück verlieren, aber Geld. Du ja. Achso. Hat die 20. Meine Katze hat 20 Glück, ja. Achso. Ja, dann. Also, ich würde es machen. Ja, also, wenn du es nimmst, dann wäre die Frage, ob du die noble Krause eventuell noch anziehen möchtest. Ich weiß nicht, was du da trägst. Nee, das ist auf keinen Fall, dann wird's zu viel. Halsketten-Slot, die gibt die. Da habe ich meinen Seidenschal ausweichen, Crit-Geschwindigkeit. Den würde ich jetzt. Ja, ja, mach das. Gut, dann ist Nation jetzt unser Goldman. Mhm. Wenn er das ich hat. Ich greif dann trotzdem jetzt erstmal an, ne? Si, 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 ja. Hat man ja sowieso vor. Nach dem Kampf ist dann auch wieder Ende. Das wird interessant. Und schön. Ein los hier, ne? Na, ach komm, es muss doch so gehen. Der sieht so richtig gefährlich aus mit seinem Helm. Mhm. Den linken? Ich hab doch. Nee, hast du nicht. Toll. Der mit dem meisten. Mit dem meisten ausweichen. Der geht noch. Kriegt ständig halt die Schnauze. Jetzt geht's aber mit klar, ist ja klar. Dann nehme ich ein Gottesbad bei mir so, ne? Ich meine, ihr seid ja fast voll, dann kann ich zumindest noch angreifen. Ja. Und du kriegst noch ein bisschen mehr Heilung. Ja, tot kriege ich den eh nicht, dann kann ich mir hier jetzt vielleicht mal einen Fokus sparen. Greift den linken an. Wird's denn, ne? Ja. Gut, und du schaffst es. Ja. Das mit dem Ausweichen liegt mir irgendwie nicht, ich weiß nicht. Also. Oh, das ist jetzt nicht so geil.
Jawohl. 36, Mama Mia. Ich habe Angst vor mir selbst. Wow. 36, 7. Ich bin auch nur einmal ausgewichen, aber dreimal geblockt, also. Und tot ist er, sehr schön. Okay, mal sehen, wie viele geben. 18. Naja. Aber gut Geld. Ach, scheiße. Ja. Ja, die zieh ich mal an, ne? Also, ich würde sagen, ja. Das Schild übrigens wollte ich gerne haben. Tja. Kann ich alles haben. Nee, oder? Wollte ich gar nicht. Ich glaube, ich hab's nicht genommen. Ich hab's auf jeden Fall nicht genommen. Ich hab schon so eine an. Also ich würde 2 Stärke verlieren, aber plus 1 Rüstung, plus 3 Widerstand. Ja, und ja. Okay. Abmoderieren. Kann mich ja noch bewegen. Warte mal eben. Ist die Pfeifenschmiede noch da? Ja. Vielleicht, da wir jetzt genug Geld haben, sollten wir vielleicht nochmal die Pfeifenschmiede aussuchen. Mit einem Portal. Das können wir tun. Wo stehst du denn? Kommen vielleicht nochmal 2 in meine Richtung. Links von dir auf dem Jammer stehe ich. Ja, ich gucke, weil das nicht was kürzer ist. Dann. Ja, komm, dann nehmen wir das in deine Richtung gelaufen und dann. Aber du musst sowieso Abmord machen. Dann komme ich gleich in deine Richtung gelaufen und dann. Da rein. Ja, gut. Also, da ich jetzt auf jeden Fall durch bin, war es das auf jeden Fall für diese Folge. Und dann sage ich mal: Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao.